Eine Korrektur, um den Rhythmus beim Swing zu optimieren. Manche Leute machen nämlich folgenden Fehler. Die gehen zu früh mit dem Po nach hinten. Und eine schöne Korrekturübung wäre, dass man die Kugel hier hält und hier anfängt, aus dem Hip Hinge, das heißt den Po nach hinten zu ziehen und dann mit dem Po die Kugel und die Beine, also mit dem Becken die Beine nach vorne zu schieben. Dann schiebt die Kugel auf dem Rückschwung mit den Armen uns wieder nach hinten und dabei gehen wir mit dem Po immer weiter nach hinten unten, bis wir die volle Swingbewegung haben. Das heißt, hier starten, vorsichtig nach hinten gehen und dann mit geradem Rücken nur aus der Hüftbewegung die Kugel zum Schwingen bringen. Das optimiert die ganze Bewegung.